Marc Schöle, herzlich willkommen. Du bist Professor am Bankeninstitut, Universität Zürich. Wie geht es den Banken? Ja, schwere Woche. März 2023 war schwer. Man muss analysieren. Ich glaube, wenn man beginnt zu analysieren und wenn man weiter analysiert, versteht man, dass es nicht nur, dass es sich handelt nicht nur um eine Bankrott einer großen Bank in der Schweiz. Es handelt sich auch um die Bankrott der Politik, die 15 Jahre gewartet hat, um in zwei Tagen plötzlich eine Lösung zu suchen. Eine Bankrott der Finanzcasino-Wirtschaft, weil das System sehr unstabil ist. Und auch die Bankrott oder das Versagen der Akademie. Also drei wichtige Pfeiler, oder? Die Banken, die Politik und die Wissenschaft. Bleiben wir bei den Banken. Ist es war es einfach die Credit Suisse, die da versagt hat? Oder kann das auch der UBS passieren? Ja, es ist ein System. Das heißt, wir finden in Credit Suisse, in UBS, aber auch Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs und so weiter, riesige Boni, nicht genug Eigenkapital, riesige Derivate, so zwischen 20 und 25 Mal den BIP der Schweiz zum Beispiel, für UBS und Credit Suisse. Das ist dieselbe Logik. Es hat bei CS explodiert. Mal sehen morgen, wo es explodieren wird. Wir brauchen sicher und schnell Lösungen. Nochmals, viel mehr Eigenkapital, 20%. Warum so viele Derivate und so weiter? Aber die Derivate, da hast du ja auf beiden Seiten Derivate, oder? Hast du diese... Netting? Ja, genau. Und dann heißt es irgendwie Positive Replacement und Negative Replacement. Und dann schaut man die Differenz an und die ist dann nicht mehr so groß, wie du sagst, oder? Ja. Also das könnte man ja sagen, das hat man im Griff. Ja, das könnte man vielleicht vorhersagen, aber jetzt nicht mehr. Was du sagst, ist korrekt, solange dass es keine Krise gibt. Sobald es eine Bank irgendwo im Netzwerk bankrott geht, wie es der Fall war oder ist, dann Netting ist nicht mehr möglich. Und dann, was wichtig ist, ist brutto. Und dann sind wir bei dieser riesigen Summe. 20, 25 Mal den BIP der Schweiz. So riesige Wetten. Also heißt das, man kann diese Banken wie Credit Suisse nicht Konkurs gehen lassen wegen diesen Derivaten? Das ist ein riesiges Problem. Sobald dass man Finanz lernt, versteht man oder liest man, dass diese Derivate nützlich sind, um sich abzudecken. So ein Unternehmen zum Beispiel in der Schweiz, das im Ausland auch tätig ist, braucht Versicherungsprodukte, nicht Währungsversicherungsprodukte. Es stimmt. Aber nicht für, wie es der Fall ist, für 20 Mal der BIP der Schweiz und so weiter. Gemäß SIX-Gruppe, die Börse in der Schweiz, gewisse Wochen in 2021, 2022, das Volumen von Derivaten, so dass der Nationalwert von Derivaten für die Schweiz, entsprach 20.000, 30.000, 40.000 Mal der BIP der Schweiz. Ich möchte verstehen. Woran ist die Credit Suisse wirklich zugrunde gegangen? Was war es? Was war der Grund am Schluss, dass diese Bank, ich meine, das ist eine Bank, die eigentlich ein Pfeiler von Zürich und der Schweiz war, einfach so kollabierte? Warum? Einfach unglaublich. Nochmals, diese Bank war wahrscheinlich schlimmer als die anderen Großbanken. Ich spreche von Großbanken hier, so circa 30 oder 29 jetzt aus 30.000. Es gibt mit Too Big to Fail, mit der Too Big to Fail Logik gibt es immer mehr Anreize, Risiken auf Kosten des Steuerzahlers zu gehen. Voilà, so sie gehen Risiken und wir haften für die Risiken. So, diejenigen, die in der Führung sind, sind nicht vernünftig hier. So, die Boni sind viel zu groß, Risiken, Derivaten, Wetten, plus alle diese Skandalen, Archegos, Green Seal und am Ende des Tages, es explodiert. Was ist passiert auch, ist die Steigerung von Zinsen. Und was passiert, das ist ein Dominoeffekt. So, die schwächen Großbanken fallen. Aber war es jetzt bei der Credit Suisse wegen dieser Vertrauenskrise und dann der Liquidität, das ist, was man uns erzählt hat, oder war es die Solidität, also eigentlich die Solvenz, hatte die Credit Suisse eben doch zu wenig Kapital?
Credit Suisse, wie die anderen Großbanken, haben nicht genug Eigenkapital. Ich spreche von 20% ohne Gewicht. Warum 20%? Wenn du und ich wir einen Kredit erhalten möchten, um eine Wohnung zu kaufen, wir sollten mindestens 20, sogar 25% des Werts der Wohnung auf den Tisch bringen. Und das macht Sinn. Warum für sich selbst die Großbanken das nicht machen? Ungewichtet sind sie wahrscheinlich bei 4, 5, 6%. Nun möchte ich wissen, was die Daten, was die Bilanz war vor 2 Wochen vom Credit Suisse. Ich habe gelesen, ich kann auch erklären, was die SNB und die Nationalbank gesagt hat. Vor 2 Wochen war die Lage unter Kontrolle. Genug Eigenkapital, genug Liquidität. Basiert auf was? Daten von 2020 oder Daten von vor 2 Wochen? Ich lese, was die Nationalbank und die FINMA vor 2 Wochen gesagt haben. Am 15. März. Die FINMA und die SNB informieren, dass von den Problemen gewisser Bankinstitute in der USA keine direkte Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt ausgeht. Wunderbar. Die für die Schweizer Finanzinstitute geltenden strengen Kapital- und Liquiditätsanforderungen sorgen für die Stabilität der Institute. Perfekt. Die Credit Suisse erfüllt die an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität. Die SNB wird im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen. Eine Stunde danach will die CS 50 Milliarden Franken kriegen. Vier Tage später dann diese 200 voilà. Milliarden, oder? So, ich kann nicht glauben, dass die Lage so in Ordnung war am Mittwoch. Und am Samstag war die Bank bankrott. Also du glaubst eher, die Credit Suisse war eben schon zu diesem Zeitpunkt pleite? Ich möchte die Daten sehen. Wie ich, nicht nur ich, in einer Demokratie, es soll transparent sein. Man kann nicht behaupten, dass die Lage unter Kontrolle ist, ohne Daten zu geben. Und wenn es sich um die Daten vom Dezember 2022 geht, das geht nicht. Wir brauchen die Daten vor 2 Wochen. Was war die Bilanz vor 2 Wochen? Also du vermutest oder hältst es für möglich, dass die Nationalbank und die FINMA da am 15. März gelogen haben? Es ist nicht klar. Konfusion herrscht. Und wenn sie, entweder es ist wahr oder es ist falsch, oder vielleicht wussten sie nicht, man muss alles auf den Tisch bringen. Nochmals, ich möchte die Daten von vor 2 Wochen sehen. Vielleicht haben die FINMA und die SNB diese Daten geguckt. Und wenn ja, warum waren diese Daten in Ordnung? Das möchte ich als Steuerzahler und als Bürger in der Schweiz verstehen. Kannst du diese Dimension nachvollziehen? Also wir haben jetzt am Ende 250 Milliarden hingestellt, also 50 Milliarden ganz am Anfang, was du da vorgelesen hast, dann je 100 Milliarden zusätzlich für UBS und UBS Credit Suisse, oder? Und dann noch 9 Milliarden eine Garantie für ein bestimmtes Portfolio von der UBS. Also kannst du das noch irgendwie nachvollziehen? Kann man sagen, ja, das ist ja nicht wirklich Geld, das ist nur irgendwie eine Möglichkeit? Nein, es ist eine Garantie, es ist viel zu teuer. Diese Logik nochmals der Too Big to Fail Banken ist gefährlich für die Demokratie, ist gefährlich für den Steuerzahler. Es ist riesig. Es ist einfach riesig, was ist passiert. Man fragt uns nicht. Es ist sehr gefährlich. Was genau ist die Gefahr für die Demokratie? Die Gefahr ist, dass erstens die Politiker werden 15 Jahre nicht machen und plötzlich eine Entscheidung treffen in 2 Tagen, ohne uns zu fragen, ohne uns Steuerzahler, ohne uns Bürger zu fragen, obwohl wir die Rechnung bezahlen könnten. Das geht nicht. Warum haben Sie 15 Jahre gewartet? Das möchte ich verstehen. Ja, weil Sie vielleicht gedacht haben, man kann mit dieser Too-Big-to-Fail-Regelung und diesem Mechanismus von Going-Concern zu Gone-Concern mit dem Bail-in-Kapital und, dass man effektiv das Problem lösen kann, wenn es soweit ist. Ja, es gibt Lösungen. Nochmals, viel mehr Eigenkapital, kleinere Banken zusammen in einem System.
Wenn es Knoten gibt, die zu groß sind, das ist gefährlich. Man muss kleinere Knoten haben, sodass wenn ein Knot verschwindet, bankrott, dann es geht mit dem System. Jetzt beginnt nicht. So, sie haben 15 Jahre gehabt, um Lösungen zu finden. So, Glass-Steagall Act wie in den Vereinigten Staaten, so Trennbanksystem. Warum nicht? Nochmals viel mehr Eigenkapital, weniger Gonis. Es ist Unsinn. Es ist Unsinn. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass 1 Million Franken pro Jahr mehr als genug ist, um gut zu überleben in der Schweiz. Eine Million? Ja, es jetzt ist mehr als genug. Jetzt für die UBS-Chefs, die so eine große Bank haben, würdest du sagen, eine Million ist klar, genug. Wir brauchen vernünftige Leute. Also, du sagst, eine Regelung für Too Big to Fail ist nicht einfach per se unmöglich. Man muss es richtig machen. Und richtig würde heißen, absolut Eigenkapital, also in Prozent der Bilanzsumme, nicht gewichtet, oder? Ja, nicht gewichtet. Punkt 1, oder? 20% mindestens. Genau, 20 oder noch mehr, oder? Ja. Und du sagst auch Trennbank Trennbank oder vielleicht? Auch. Es gibt nicht eine Lösung für dieses Problem. Es gibt verschiedene Dimensionen. So Trennbanksystem, viel mehr Eigenkapital. Ich plädiere mit anderen auch seit langem für eine Mikrosteuer. Es gibt verschiedene Dimensionen. Viel weniger Derivate. Wenn als Absicherungsprodukte sind sie nützlich, aber nicht 20, 30 Mal den BIP der Schweiz. Viel weniger und. Eigentlich ja Dinge, die wir damals 2008 mit der UBS besprochen haben. Ja. Oder? Und dann gab es viel Aufregung und Arbeitsgruppen und so weiter. Und irgendwann ist dann die öffentliche Aufmerksamkeit nicht mehr so groß. Die Medien wenden sich anderen Dingen zu tun und dann plätscherte das so weiter. Es hat nichts genützt. Hier stehen wir. Warum hat man jetzt eigentlich das nicht hingekriegt? Also wer hat da wirklich versagt? Ist es vielleicht die Nationalbank, die FINMA, Bundesrat oder das Parlament oder eben die Wissenschaft? Wer hat da versagt, dass man jetzt eigentlich sagen muss, das ist völlig eigentlich schief herausgekommen? Es gibt Lobbys, die in der Lage sind, ihre Interesse der Gesellschaft aufzuzwingen. Das ist gerade, was gefährlich ist in einer Demokratie. So, es hat Auswirkungen auch in der Politik, in der Akademie auch, im Parlament, bei der FINMA und so weiter. So, wir brauchen mutige Politiker hier, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Also du glaubst, die Politiker, die sind letztendlich ein bisschen käuflich oder sind sie dumm? Es gibt, ich kann nicht sagen, alle Politiker. Es gibt Politiker, die in die gute Richtung gehen wollen, andere nicht. Aber die Mehrheit wollte nicht. Aber eben, warum nicht? Also du sagst die Lobbyisten und so, aber woran liegt das? Ist man einfach eben, ist man quasi zufrieden, wenn man da ein bisschen an Aperos gehen darf und sich wichtig fühlen darf? Oder ist man ein Interessenvertreter? Profitiert man sogar davon, dass es keine harten Vorgaben gibt? Es gibt Interessenkonflikte sicher. Viele sind mit dem Status quo zufrieden und so weiter. Aber mit dem Status quo ist keine Lösung. Ist keine Option heute, das ist gerade gesagt. Man muss das feststellen. Status quo ist keine Option. Du bist einer, der immer gewarnt hat, andere warnen. Trotzdem ist es passiert, oder? Du hast versucht, mit der Mikrosteuer etwas hinzukriegen. Keine Chance, dass die Unterschriftenzahl ist nicht zusammengekommen. Man hat keine Abstimmung gemacht. Was ist es dann? Ist es dann auch das Volk selber, also wir zwei und alle anderen, die halt irgendwie ein bisschen es gemütlich haben wollen, dass wir uns nicht mehr engagieren? Oder woran liegt das? Aber gemütlich heute ist gut, aber morgen müssen wir die Rechnung bezahlen. Das ist gerade das Problem. Das müssen wir verstehen. Wir können heute ein Glas Bier trinken und Fußball gucken. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was passiert mit Credit Suisse und so weiter. Was könnte morgen mit UBS passieren? Sonst, die Rechnung könnte sehr hoch sein. Wir müssen das im Kopf haben. Wir sind jetzt, wo wir sind. Jetzt gibt es diese große UBS, oder? Ich meine, wie gefährlich ist das jetzt, oder? Also wir sind ja irgendwo auch stolz auf den Finanzplatz, auf den Franken auch. Wir haben eine Bedeutung, wir haben eine Währung, die Kraft hat, mit der können wir Dinge einkaufen, oder? Und wie gefährlich ist es? Also ist die Gefahr, dass wir das verlieren? Verlieren wir zum Beispiel vielleicht die Frankenstärke? Wenn morgen UBS Probleme hätte, wer wird UBS kaufen? Fragezeichen. Es wird viel zu teuer sein. UBS hatte Probleme schon in 2008. Was wird nächstes Mal passieren? Das ist gefährlich. So, wer kontrolliert wem hier?
Der Staat kontrolliert UBS oder umgekehrt. Und UBS wird so groß sein, dass es wird umgekehrt sein. Das ist gefährlich, nochmals für die Demokratie. So, wir brauchen eine viel kleinere UBS. Das wäre wichtig, viel weniger Derivate und so weiter. Und wenn UBS attackiert ist, der Franc wird attackiert auch werden. Das ist sicher. Es geht zusammen. Wie siehst du die Nationalbank, oder? Die Nationalbank ist der Lender of Last Resort. Das haben wir jetzt gesehen. Also die Nationalbank hat letztendlich die Credit Suisse gerettet mit diesem vielen Geld. Mal schauen, wie viel es dann braucht, aber es steht hier und soll helfen. Ist am Schluss die Nationalbank eigentlich gefährdet, wenn dann vielleicht dereinst etwas mit der UBS passiert? Ja, Nationalbank, danach der Bund und danach der Steuerzahler. Es geht zusammen. Voilà. Zu viel Risiken für uns. Der Steuerzahler ist nicht Fachspezialist im Banken. Warum sollte er oder sie die Rechnung bezahlen irgendwann? So, es geht zu weit weg. Man sollte proaktive Entscheidungen treffen. Nochmals, 2009, 2010 und so weiter. Nicht plötzlich Notfall in 2 Tagen in 2023. Das ist gerade das Problem für die Nationalbank und für die FINMA. Wenn das so ist, wie du sagst, oder, dass es letztendlich der Bürger ist, der die Rechnung zahlt. Wenn jetzt etwas passieren würde, das nächste Mal mit UBS. UBS ist jetzt doppelt so groß, fast. Oder? Vielleicht werden sie noch ein bisschen kleiner, aber sie wollen ja dann wieder wachsen. Definitiv zu groß für die Schweiz, da sind wir uns alle einig, oder? Was heißt das dann für dich und für mich? Also einfach mehr Steuern oder heißt es eben, der Franken verliert seine Stärke? Oder was wäre dann effektiv der Preis, den die Schweiz und wir zwei und alle anderen Bürger bezahlen würden? Ganz konkret. Ganz konkret zuerst, was bedeutet zu groß? Jetzt die Bilanz der UBS wäre circa 2-mal den BIP der Schweiz. Okay. Nun, alle diese komplexen Produkte, Derivate und so weiter, der Nominalwert, alle diese Produkte für UBS und Credit Suisse zusammen, wäre mindestens 40-mal den BIP der Schweiz. So, wenn etwas passiert morgen für die UBS, es wird sehr teuer für uns sein. Und um das, um diese Probleme zu vermeiden, muss man nochmals proaktiv sein. Das heißt, Lösungen so schnell wie möglich suchen, um die UBS kleiner zu machen. Zu basteln. Aber weißt, teuer, was heißt teuer? Werden wir in Argentinien? Gibt es eine Währungsreform? Werden wir Island? Gehen wir wieder auf das Feld werden Bauern und haben Kartoffeln im Boden? Was heißt das alles konkret für die Schweiz? Alles ist möglich. Der Franc wird sinken, das ist klar. Und ziemlich schnell. Wenn die größte Bank der Schweiz riesige Probleme hätte, wie es der Fall war, schon in 2008, der Franc wird sinken, weil die zweite Bank ist weit weg. So werden wir kaufen. So, ich kann nicht präzise sagen, was wird passieren, aber es wird viel kosten. Gut, und eben der Franken würde schwach. Zum Schluss, Marc Schöne, wie groß ist diese Gefahr, dass das jetzt passiert, jetzt, oder 2023? Wir haben eine Bankenkrise, die hat begonnen in Amerika mit einer Bank. Niemand hat sie gekannt, Silicon Valley Bank. Okay, keine Ahnung. Bumm hat es gemacht. 10 Tage später lag die CS flach. Jetzt spricht man über die Deutsche Bank. Ja. Oder? Wie ist deine Analyse? Wie gefährlich ist es jetzt im Moment? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas Großes passiert oder hoffentlich nicht passiert? Niemand ist in der Lage, diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Nun, ich wiederhole das seit langem, was ich seit langem sage, das System ist sehr unstabil. So, es kann morgen in Deutschland explodieren mit der Deutsche Bank, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten, in England und so weiter. Es ist sehr unstabil, es ist eine Blackbox. So, nicht nur, dass es unstabil ist, es ist nicht transparent. So, man weiß nicht, wo es explodieren wird. Die Politik sind verloren und sie versuchen uns zu beruhigen. Aber es funktioniert nicht. Ich bin nicht beruhigt als Steuerzahler und als Bürger. Also eigentlich sitzen wir auf einem riesigen Pulverfass und das Pulverfass haben die Banken kreiert und die Politik hat das zugelassen. Das ist die Situation. Ja, nicht nur die Banken. Es gibt auch einen Shadow Banking Sektor. Es gibt die Hedgefonds, es gibt BlackRock und, die noch weniger reguliert sind. Das ist auch ein Thema. Gut, aber eben das Pulverfass, das steht hier. Und wie? Und wir können also nur hoffen, dass es nicht angezündet wird, weil die Politik ist völlig ohnmächtig, ich kann gar nichts machen. Aber offen genug nicht. Weil wenn wir nur offen, es wird explodieren. Wir brauchen Politiker, die
Entscheidungen jetzt so schnell wie möglich treffen, sonst es wird explodieren. Vielen Dank. Bitte.